Generalstabsmäßig hat sie geklappt. Die Katastrophenschutzübung Plauen 97. Doch zunächst zur Ausgangssituation. Simuliert wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Leuchtsmühlenweg in Plauen. Mehrere Fahrzeuge, darunter auch ein Reisebus, sind beteiligt. Es gibt zahlreiche Verletzte. So lautete auch die Meldung, die am Sonntag, dem 4. Mai, in den frühen Morgenstunden in der Rettungsleitstelle einging. Wie Volkmar Fehn vom Brand- und Katastrophenschutzamt mitteilt, soll das Zusammenwirken aller am Einsatz Beteiligter getestet werden. Neben einem Löschzug der Berufsfeuerwehr Plauen kamen unter anderem Notarzteinsatzfahrzeuge, Rettungswagen des Rettungszweckverbandes sowie ein Sanitäts- und Betreuungszuges des Katastrophenschutzes zum Einsatz auf dem Parkplatz der Plauener Gardine. Die Schnittstellen beim Eintreffen und der Zusammenarbeit von Kräften unterschiedlicher Zweckbestimmung im Rahmen des Großschadensereignisses sollen trainiert werden, so die Zielstellung. Und was auf den ersten Blick wie Chaos aussieht, hat doch in gewisser Weise seine Koordination. Die schwer und leicht Verletzten werden aus dem Wracks geborgen, ärztlich versorgt und für den Weitertransport in umliegende Krankenhäuser vorbereitet. Katastrophenschutz, Feuerwehr und Polizei sichern die Unfallstelle ab. Plauens Oberbürgermeister Dr. Margekort, der sich als Zaungast die Übung ansah, zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Rettungsmannschaften. Fazit von den Organisatoren der Katastrophenschutzübung: Es gab weniger Probleme als erwartet. Der Zweck der Übung wurde erfüllt. Die Zusammenarbeit hat gut geklappt. In der Auswertung werde hier und da noch an Schwachstellen in der Organisation gefeilt. Bleibt zu hoffen, dass ein Einsatz in dieser Größenordnung erspart bleibt.